du über die Grenzwanderung hinaus? Wechselst du mal ein? Ja, nee, was mit dabei? Du hast ja mal. Dann halte ich mit der einer Hand fest, drücke hier leicht auf den Plattform, schalte rein, ja, dann wird es dann groß kommen. Das kann sein, wenn die Plattform ein bisschen schräg steht, ja, und ich gehe einfach mit der Kopfhörer. 1, 2, zügig und halte die Maschine fest. Wenn die eingeschaltet ist, dann zieht er einfach alles durch. Dann geht so ein bisschen und ihr merkt, die zieht auch. Aber wenn ihr die loslasst, dann denkt er auch. Lass das Arm bleiben. Dann sieht man schon, dass das Zahn nicht erwartet. Das ist handwickersicher und gestern mit dem Flieger von Jürgen Koch geflogen und ist außen gelandet bei Gießen. Dann sind der Christian und der Stefan Franken gestern Polen gefahren. 2 Stunden sind wir Stopp in der Zwölfe. Ja, ja. Die wollten um Charlie von Franken fliegen. Der Lars ist mit der S4 rumgekommen, der ist im Koblenz ausgelandet. Und der, dem ist nur in Russland zu heikel, der ist im Kannst du auch nicht kommen, das ist auch
Wetter. Weil die wolltest du die ja alle mal ausfragen. Ja, genau. Viel einfacher, als man denkt, ne? Ja, ja, aber dieser innere Schwein. Kamera. Kamelle, was ist das? Wolltest du mit der fahren, oder? Wenn es noch ein bisschen höher ist. Ich muss vielleicht.